Hey, da gibt's ja wirklich Leute, die backen dir in den nächsten Wochen bis Weihnachten 754 Sorten. Von Vanillekipferl über Heinele bis Florentine und zwar zentnerweise. Und wehe, du isst vor Heiligabend auch nur ein Plätzchen davon. Oh, da ist aber was los, da ist aber was los. Also, so war das wenigstens bei uns immer früher, der Hemd, gell? Ich frag mich bis heute, wie die Mutter das damals überhaupt gemerkt hat, gell? Hallo, im ganzen Haus waren gefühlt 20.000 Plätzchen in verschiedensten Dosen versteckt, aber die Mutter hat sofort gemerkt, wenn an nur eins gefehlt hat. Hey, dann hast du einen Anschiss gekriegt, gell? Von wegen, an Weihnachten sind die Plätzchen nicht mehr da. Dabei waren wir meistens schon, aber wir waren eigentlich immer im Sommer bei 30 Grad immer noch im Garten gesessen, haben Weihnachtsplätzchen gefressen.